Cool, na gut. Davon habe ich gerade ziemlich viel verbraucht. Alles andere, aber ich habe nichts verwendet. Frage also nicht, das nehme ich gern. Natürlich. So, was hätte ich eigentlich rechnen müssen? Aber doch. Und dann nur oben hin, alles andere ist schlecht. Das will ich auch schon wieder annehmen. Noch irgendein Gegner? Wann nehme ich nichts was? Nein, okay. Ja, ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Was soll ich da drin machen? Okay, wozu ist das nötig unbedingt? So. Gut, dann brauche ich meine Gegnerliste mal wieder. So, hier ist. Auf. Ernst? Natürlich, was denn auch sonst? Okay. Okay, was soll das jetzt sein? So viel Schaden habe ich schon genommen, dann hätte ich doch einen verfickten Energiecontainer genommen. Man's nicht, hm? Okay. Will ich. Was mache ich da? Das kannst du. Ja, das war's. Leider habe ich keine Energie mehr dafür. Gut, dass ich da auch irgendeine Meldung krieg. Nein, ich kann einfach. Super, mit einer normalen Waffe machen, ja. Super, den Typen da mit einer normalen Waffe. Okay, das wird sicher funktionieren. Ihr werdet schon sehen. Der kann ja hochhüpfen. Okay. Okay. Wow, sehr viel Schaden habe ich ihm gemacht. Das werde ich bestimmt schaffen. Leichteste Übung. Weiter. Weiter. Ich muss das leider aufhören. Das ist unmöglich. Der ist zum Kotzen schwer, der eine da. Der ist zum Scheißen schwer. Keine Ahnung. Das machen die auch halbes. Ziehen die auch mal eine Hälfte von meinem Leben ab, Alter. Ja, das ist wirklich das Ende. Ah, und dann lasse ich das halt mit den Spielen. Keine Ahnung. Ich kann auch nicht alle 2 Minuten mit dem scheiß Speicherding speichern. Was soll ich das bringen? Ich muss ja gleich überhaupt nicht spielen auch. Also dann wann soll ich speichern? So, komme ich da irgendwie nachher wieder rauf? Glaube ich ja nicht. Okay, na gut. Sind die Energiecontainer nur dafür da, dass wenn man einem anderen Level kommt. Und direkt vom vorigen Level reinkommt in den Level, dass man dann. Okay. Okay. Und noch was geschissen ist? Nein, nicht wieder. Okay, nix. Der Typ da unten. Macht aber auch nichts. Und dann kommt schon der Teleporter, okay. Zeugt am Anfang. Das muss ich jedes Mal anschauen, muss, wenn man da Game Over gibt.
So, dann holen wir uns dann das Ding und machen wir halt den zuerst. Er springt da, warte mal. Okay, jetzt will ich den Typen eigentlich nicht versuchen. Jetzt will ich eigentlich gar keinen versuchen. Da brauche ich das, okay. Muss man das irgendwie merken, ich kann auch nicht mal den ganzen Tag die Liste schauen. Nachher gerade gesladet, hallo. Kommt er nicht Pause drücken, weil meine Attacke noch aktiv war, so. Dann setze ich das Ding mal an. Ja, das hast du schon mal gemacht. Gut, ich habe fast keinen Schaden mehr genommen, weil ich gestorben bin. Wahrscheinlich nicht. Okay, Scarlet gegen den und dann normal Angriff. Ich muss echt aufpassen, damit ich nicht. Leider normalerweise dreimal auf mich zu, okay. Und dann komm her, slide auf mich zu, wenn du noch nie auf mich zugeslidet bist. So, jetzt habe ich ihn doch trotzdem berührt, okay. Macht er überhaupt seine Raketen, so, okay. Jetzt habe ich nämlich Schaden gleich, wenn ich rauskomme aus dem Menü. Nein, aber doch irgendwie schon, so. Jetzt habe ich ihn erfasst. Noch einmal erwischt, bin ich nicht gleich. Raketen? Ja. Deine Schuss, Alter. Mach ich doch nicht wahnsinnig, so. Das da. Ach, da steht's. Moment, was ist das? Ja, okay. Das ist. Okay. Stimmt. Okay. Ach, das schaffe. War der schwer eigentlich? Nee, eigentlich nicht. Der hüpft vielleicht da rum oder was? Greift sich an, genau. Und sonst macht er eigentlich nichts wirklich Schweres. Okay. Schießen halt ab und zu und das ist ziemlich schnell. Aber egal. Das habe ich unter Kontrolle, solange er mich nicht berührt, dann ist eine Schüsse. Ein Schuss noch, dann ist er hin. Ich kann ja nicht noch den normalen Schuss verwenden, aber egal. Und ich stehe im Teleporter, damit ich die Energie nicht brauche. Geil. Das ist natürlich kacke. Toadman, was hat der nochmal gemacht? Ach ja, den muss ich immer noch angreifen, bevor er seine komische Ding macht. Also der ist easy, okay. Perfekt. Drill, so. Der ist eigentlich easy. Hat der denn? Nein, natürlich nicht. Herr Hüpfbeschissen. Alter, was war denn das für eine Affenscheiße gekommen? Mit dem? Really? Komm, ja. Weil ich. Kacke im Ausweichen bin und nicht slide, sondern keine Ahnung, was mache. So easy. Really? Jetzt habe ich keinen Schaden genommen, toll, jetzt hat es mal nichts mehr gebracht. Puh, Dann haben wir noch einen Ring, der war über Kacke, oder? Ja, Ring war echt scheiße, Pharaon, gut. Der war echt scheiße, nervig. Thank you.
Das gibt's nicht! Oh. Das gibt's nicht. Und alle Schüsse weg. GG, Staffel nicht mehr. Cool, freut mich. Alter, was ist das? Warum schießt der da nochmal? Hört euch nicht das? Alter, das ist so schwer! Das kann's nicht sein! Mann, das ist viel zu schwer. Fuck. Ich kann das nicht. So eine Scheiße. Ich will das doch durchspielen, aber warum ist das so scheiß schwer? Hat irgendwer danach gefragt, dass das so scheiß schwer ist? Nein. Toll. Das gibt's nicht. Warum ist das so scheiß schwer und warum sitze ich so komisch da drin? Das macht doof Schaden. Nee. Okay, er geht noch bis zur Mitte. Gut, das ist auch das erste Mal. Tut mir einfach leid, dieses Spiel ist zu schwer für mich. Ich kann das nicht schaffen, Alter. Ich kann es normal nicht schaffen. Es ist einfach zu schwer. Ich mach das mit Saves einfach. Ja, du scheiß Ficker bist da, Alter. Schau eine Scheiße. Wer macht so einen Scheiß, bitte? Was kann Lebenswillen mehr, das so zu machen, normal, wir brauchen eine Million Versuche, bis es irgendwie mal schafft. Aber ich will das auch nicht hier aufhören, komplett. Wozu gibt es hier das Speicherdings? Nee, das ist fertig. Ich will es doch nicht so machen, aber anders schaffe ich es einfach nicht. Also, ich sitze da noch 15 Stunden jetzt an dem Scheiß, aber... Das möchte ich definitiv nicht. Du schaffst tot, Alter. Komm her. Okay, ich speichere lieber da dann nachher. So ein Arschloch, Alter. Jetzt, was ich mit Saves mache, schaffe ich alles easy, oder was? Ah, den Ringtypen sicher nicht. Machen wir den das nächste. Den verkacke ich 100 Pro. Damit wir das nicht oft sehen müssen. Sag ich's ja. So. Da du Hurenkinder, da du Geschissene, das reicht's mal, aber. Ich
verstehe das nicht, Alter. Also nicht, wie ich das nicht schaffe, also ganz ehrlich, da muss man schon echt schlecht sein, damit man das nicht schafft. Alter, ich hab dem noch nicht mal Schaden gemacht, Alter! Was ist das? Wie soll man da ausweichen? Wie? Da ist überall so eine Scheiße auf dem kompletten fucking Bildschirm, Alter! Das gibt es doch nicht! Vor allem die Scheiße! Wenn da oben was kommt und der unten nachballert! Wow! Super, tolle Möglichkeit auszuweichen! Die habe ich echt gesehen! Ja, da! Wow! Super! Die Möglichkeiten sind unbegrenzt, hier auszuweichen! Ich weiß nicht, was ich hab, dass ich da nicht ausweiche. Jetzt schießt er nicht. Alter, das ist unmöglich. Ich schaff's ja nicht mal mit Saves jetzt da. Unendliche Versuche hab. Ringman, Pharao-Shot, Weakness. Ich mache aber überhaupt gefühlt keinen einzigen Schadenspunkt bei dem. Aha, ja, wird schon stimmen, wenn es da steht, dass das die beste Möglichkeit ist, den Schaden zuzufügen. Okay. Ich weiß, das kann man nicht erzählen, dass man da ausweichen kann, Alter. Passt, freut mich. Vielleicht ist ja die Technik, so getroffen zu werden, damit man da dann, dass man immer weniger Schaden nimmt. Weil der Typ ja mehr Schaden macht als seine scheiß Schüsse. Vielleicht ist das die Taktik. Ich habe keine Ahnung, was dieses scheiß Spiel von mir will. Na, man kann nicht darüber hüpfen. Also da halt. Das ist wirklich mega unfair, dann kann man nicht darüber springen. Hab keine Schüsse mehr. The actual fuck ist das? Hä? Aha. Aha. Natürlich kann man den Schuss aufladen, das hätte er natürlich wissen müssen. Ja,
paar aufladen kann, ein paar nicht. Das kann man nicht aufladen, das wissen. Schau mal nach, ob man da irgendwie ausweichen kann mit dem Scheiß. Da steht irgendwas von nicht zu schnell hintereinander ansetzen, weil man sonst keinen Schaden machen. Aha. Geht das überhaupt, dass man zu schnell macht? Und da kann man anscheinend nichts machen gegen das. Man ist einfach gearscht, wenn man das öfters hintereinander so macht. Kann natürlich noch irgendwo nach oben springen oder so. Vielleicht eine Möglichkeit. Okay, mal kurz. Aber du glaubst dir hier wahrscheinlich gleich am Anfang. Wow. War richtig Angst vor dem. Haben sie 15 Mal hintereinander eingerippt. Ziemlich Furcht einflößen. Nochmal da drin. Ach ja. Sollte ich schaffen hier mit der Energie, hoffentlich. War der gut? Der da? Dustman? War der schwer? Achso, ich muss auf jeden Fall näher ran. Noch näher? Nö, das ist eigentlich nicht schwer. Ah, kannst du das vielleicht? Sicher, dass du mich ja treffen, aber sonst. Nichts. So. Scarlet, was haben wir jetzt eigentlich noch nicht gemacht? Bright ist das Ding, oder? Ist das gegen irgendwen effektiv? Flashstopper, ja. Pharaoh Man ist da oben, stimmt. Den hatten wir auch noch. Auch Autofeuer machen, aber okay, einfach schnell. Wie haben wir dann das gemacht? Oh, jetzt sag ich schnell. Puh. Okay, so, jetzt habe ich volle Energie und ich brauche das Ring-Ding für Wily, oder? Ja, steht da zumindest. Ich glaube, das geht sich aus. Aber mal schauen und dann die Drill Bomb. Okay. Und das schon wieder. Ja, ich muss da näher ran. Auch nicht? Ja, okay. Warum hüpfe ich da immer rein eigentlich? Nicht rein. Okay, das habe ich jetzt klasse gemacht. Wenn ich einfach da stehen bleiben kann. So, und da will er den Drillbomben, okay.
aber da runter kommen, oder? Das hätte ich halt gerne mal probiert, wie ich die jetzt ansetzen soll, aber gut. Dass ich da mal drauf komme. Muss es selbst explodieren lassen. Alter. Jetzt zu, man könnte doch kommen, aber. Noch näher kommen, das wäre super, damit ich überhaupt keinen Platz zum Ausweichen habe. Super. Mhm. Was? Natürlich bin ich tot. Natürlich. Ja, na klar, okay, cool. Das ist auf jeden Fall das härteste Boss-Rush-Zeug, was bis jetzt gemacht hat in den Spielen. Nee, das ist zu kompliziert für mich, also den im Leben geschafft ohne Saves. Never ever, so. Oh Schott, ich befürchte nur, dass wir von dem keinen mehr haben. Also kommen wir ein bisschen Bonuszeug, nicht? Oh, na doch, haben wir eh noch ein paar. Wenn wir da nichts bekommen, weiß ich nicht so genau, aber. Einen Glück-Container haben wir auch noch. Ach, da kommen da noch Gegner. Im Spiel gab es das auch, aber nur so ein Tropfen. Na, dann ganz zum Schluss nochmal. Ich hätte meinen Schluss noch aufladen können, aber egal. So, hier, einfach Zeit lassen. Das war ja beim komischen Alien-Boss auch so. Achso. Okay, und jetzt? Hallo. Wieder sehe ich vorher immer kurz, wo er ist, oder was? Und wann ist er da nicht mehr? Kann ich so auch treffen, oder? Ach ja, ich kann nur einen Schuss aufladen, aber. Was das bringt. Glaube aufladen. Ja, jetzt habe ich ihn getroffen. Okay. Ups, jetzt mal. Ach, hä? Warum schieße ich dann? Okay, ne? Ich glaube, was schießt das Ding? Nein. Das ist ja die ganze Zeit da, warum habe ich denn vorher nicht getroffen? Verstehe nicht. Ich nur das verwendet habe. Und warum baller ich nachher noch immer, obwohl ich das Ding verloren habe, was da oben ist? Okay. Neuer Plan, ja. Da habt ihr mit völlig legitimen Mitteln besiegt. Puh.
sind sie wohl doch nicht geschlagen, wie sie noch sind. Nö, da fliegt er weg. Und seine Basis fliegt in die Luft. Tja, schade. So, ich 50 Minuten, nochmal 50 Minuten gebraucht, um es mit Commercial Saves und so zu probieren. Ja, am Anfang habe ich es versucht, aber dann. Na, ich weiß zwar nicht, dass für mich zu schwer ist. Also eigentlich gleich bei allem, was ich mache, dass es, wenn ich zweimal sterbe, dass es zu schwierig für mich ist und ich es nicht schaffen werde. Aber das, da bin ich mir schon ziemlich sicher eigentlich. Okay, dann war das Mega Man 4, da reist Mega Man mit dem Zug nach Hause. Zwar nicht so wie normale Leute, aber er ist auch kein normaler Typ. Er hat Dr. Wily schon viermal mit Saves besiegt. Dreimal ohne. Dreimal habe ich es ohne geschafft. Warum hier nicht? Ich kann es noch weiter versuchen, aber jetzt hier nicht mehr. Sollte ich das Spiel einfach mal durchbekommen, hier ist eine Piranha-Pflanze hinten. Doch ein bisschen so, oder? Nein. So, da hinten ist ein Haus. Die anderen Robos sind hier, um ihn zu begrüßen. Schön. Präsentiert bei Capcom. Macht das in nächster Zukunft bitte wieder ein bisschen leichtere Spiele. So, wo hänge ich denn da? So. Und hier kommen wir auch nicht mehr weg, oder? Nein. Okay. Passt. Dann hätte ich gesagt, wir haben es geschafft. Und widmen uns Mega Man 5. So. Hallo, das ist wohl am Ende von Mega Man 4 noch, das ist diese Nachricht jetzt gerade, weil Mega Man 5, ich hab's gerade probiert, aber es ist einfach nix. Es tut mir leid, das ist jetzt. Irgendwie habe ich die ersten drei Teile komplett ausgehalten, ohne dass ich dann im Level speichere und halt einfach alles normal versuche. Mit Leben verlieren und so, dann beim vierten, bei dem letzten Boss Rush. Da musste ich einfach schon speichern und jetzt habe ich den fünften probiert. Keine Ahnung, ich sterbe einfach andauernd. Das ist dann etwas frustrierend. Genau, frustrierend natürlich. Und ja, deshalb wird Mega Man 4 hier jetzt der letzte Teil hier gewesen sein, den ich hochladen werde. Und vielleicht spiele ich es halt einfach so allein irgendwie noch. Aber ja, dann werde ich meine Streams und so dann für was anderes verwenden. Für Sachen, die dann auch cool sind und wo ich dann nicht, wenn ich für die Videos was schneiden muss, streame ich jetzt gerade alles und wenn ich dann fürs Video die Stellen wegmachen muss, wo ich den Level 5 mal dann nochmal mache und dann muss ich halt dann, keine Ahnung, irgendwie dauert das dann immer so lange und dann, das ist auch sehr demotivierend. Okay, na gut, dann war das auf jeden Fall, was ist auf jeden Fall mit Mega Man hier komplett mal. Ich glaube, die anderen Spiele, das sind alle so schwer, also werde ich immer Schluss machen. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr hier bei der Reise dabei wart. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Das war's jetzt mal mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss jetzt aber leider weggehen, was dringend ist. Also tschüssi!